Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich es aus dem Fußball und sage, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Und heute gibt es wieder ein neues Fußball-News-Video auf einem Sonntag. Und zwar gehen wir heute auf den DFB ein. Und zwar dort wurde ja Hansi Flick gefeuert. Und wer könnte jetzt eventuell neuer Nationaltrainer werden? Außerdem gehen wir auf den Wechsel von Marco Verratti ein. Das besprechen wir heute in diesem Video. Und ja, wenn euch mein Kanal bzw. meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich würde sagen, wir starten aber erstmal rein mit Palinha und Fulham. Und tatsächlich, dort hat Palinha einfach mal verlängert. Eigentlich war er einmal bei Bayern im Gespräch und jetzt hat er bis 2028 verlängert. Heißt nochmal um ein Jahr länger als zuvor. Ja, wie gesagt, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Generell, wir können uns gerne mal das Spielerprofil von ihm angucken. Ich verfolge jetzt Fulham persönlich nicht so sehr. Leute, die natürlich Fulham verfolgen, können ja gerne mal eure Meinung zu Palinha in die Kommentare schreiben. Aber aus 4 möglichen Spielen hat er 2 absolviert und direkt mal ein Tor gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark als generell defensives Mittelfeld. Und ja, natürlich für Bayern ist das am Ende ein bisschen bitter gelaufen, da eigentlich ja auch wieder zu erwarten war, dass er eventuell im Winter oder im Sommer wechseln könnte. Ja, wie gesagt, jetzt hat er nochmal verlängert, ist natürlich trotzdem immer noch alles möglich, dass er wechseln kann, wie gesagt, mal gucken, wie er am Ende noch oder wie der Wert auch generell am Ende nochmal steigen könnte, wenn er natürlich eine gute Saison spielt. Dann geht es weiter mit der nächsten News und zwar, da hat es komplett gekracht beim ZDF, denn die haben tatsächlich zu früh den Sieg von Bayern hervorgerufen am Ende. Am Ende ist das Spiel ja noch unentschieden ausgegangen durch einen Elfmeter, den Leverkusen auch gut verwandelt hat am Ende. Ja, wie gesagt, war auf jeden Fall sehr lost von ZDF. Natürlich alle, die das gesehen haben, dachten sich auch erstmal, jo, jetzt hat Bayern mal wieder einen Sieg eingefahren und jetzt ist eigentlich der Meisterschaft nicht mehr im Wege. Und am Ende sieht man dann, ja, da hat es einfach nur gekracht bei ZDF. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung zu solchen Pannen gerne mal in die Kommentare. Dann geht es weiter mit der nächsten Kracher-News um Jadon Sancho, denn dort könnte es jetzt zu einer Bundesliga-Rückkehr kommen, denn er wurde tatsächlich sozusagen aus Manchester United rausgeworfen, natürlich nicht komplett aus dem kompletten Kader, aus der ganzen Mannschaft, aber er wurde sozusagen suspendiert aus dem Training und jetzt könnte er es sich tatsächlich vorstellen, am Ende wieder zu Borussia Dortmund im Winter zu wechseln. Wie fändet ihr den Deal? An alle Dortmund-Fans, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich fände es sehr krass, muss aber dazu auch nochmal sagen, der hat wirklich wenig Erfahrung sammeln können generell in der Premier League, hat dort keine große Rolle gespielt und ich hoffe natürlich auch nicht, dass er am Ende so geschwächelt ist, dass er vielleicht auch gar nicht mehr in der Bundesliga mithelfen kann, weil Dortmund hat natürlich auch echt einen guten Kader, auch wenn es im Moment nicht so läuft in der Bundesliga, muss man dazu sagen. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie sich das am Ende verläuft, ob er am Ende jetzt wieder zurück in die Bundesliga kehrt und dann vielleicht sogar wieder zu Borussia Dortmund. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung zu einem möglichen Transfer mal gerne in die Kommentare. Dann geht es weiter mit der nächsten News um Manuel Neuer. Und zwar dort gab es tatsächlich jetzt Rückschritte. Denn er hat sich so ein bisschen an der Wade verletzt, beziehungsweise hatte dort ein paar muskuläre Probleme. Trotzdem soll er auf jeden Fall wieder bald ins Torwarttraining einsteigen können. Wie gesagt, mal gucken, wie er sich auf jeden Fall auch wieder in die Mannschaft integrieren kann. Wenn er natürlich wieder komplett fit ist. Mal gucken, wie gesagt, ist ja wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, wie er raus war. Auch auf TikTok hat man natürlich einige Videos gesehen, wo er ein paar Patzer gehabt hat. Gut, wie gesagt, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Muss man halt erstmal gucken, wenn er mal wieder richtig im Mannschaftstraining dabei ist und wenn er dann auch vielleicht am Ende wieder auf dem Feld steht, muss man, wie gesagt, mal gucken, ob er sich schnell wieder in die Mannschaft integrieren kann. Auf jeden Fall auch hier nochmal gute Besserung an Manuel Neuer. Dann geht es weiter natürlich jetzt mit dem DFB und zwar, wer könnte tatsächlich jetzt hier ein möglicher Trainer sein? Und da hat sich so ein bisschen Rudi Völler jetzt geäußert, beziehungsweise hat Kontakt zu Julian Nagelsmann aufgenommen, was natürlich echt sehr, 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 sehr krass wäre, wenn Julian Nagelsmann, einer der jüngsten Trainer, wirklich tatsächlich DFB-Trainer werden könnte. Ich glaube persönlich, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Stelle für Julian Nagelsmann wäre. Ja, Hansi Flick hat die Mannschaft nicht so gut in den Griff bekommen. Rudi Völler hingegen in einem Spiel einfach mal einen Sieg eingefahren gegen Frankreich, auch wenn man da natürlich sagen muss, Mbappé hat dort nicht gespielt. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Mbappé natürlich immer noch ein sehr, sehr kranker Spieler auf jeden Fall,
Aber ich glaube persönlich auch, dass Julian Nagelsmann die Mannschaft in den Griff bekommen kann. Auch er kennt schon ein paar Spieler, wie zum Beispiel Leroy Sané, Musiala, Gnabry oder generell halt alle Bayern-Spieler, die bei der DFB-Nationalmannschaft auch spielen natürlich. Wie gesagt, muss man mal gucken, ob es am Ende Julian Nagelsmann wird oder vielleicht am Ende doch eine andere Option. Ich glaube aber persönlich schon, dass Julian Nagelsmann auf jeden Fall das DFB-Team bis zur EM vielleicht sogar wieder in den Griff bekommt. Aber schreibt gerne mal eure Meinung zu einem möglichen Nagelsmann-Transfer bzw. Nagelsmann als Trainer für die Nationalmannschaften gerne mal in die Kommentare. Dann geht es weiter mit der nächsten kranken News und zwar um Ilkay Gündogan. Und zwar, der wurde tatsächlich für die Weltfußballwahl nominiert, was natürlich sehr, sehr krass auch generell für Deutschland ist, wenn er dort vielleicht sogar eine relativ gute Platzierung erlangen kann. Ich glaube persönlich nicht, dass er Weltfußballer wird, denn da gibt es noch so Messi oder Haaland, die das wirklich mehr ein bisschen verdient haben, meiner Meinung nach. Trotzdem, Ilkay Gündogan, wirklich ein absoluter Mentalitätsspieler, der die Mannschaft auf jeden Fall leiten kann, ist jetzt auch tatsächlich ja Kapitän in der Nationalmannschaft geworden, war vorher bei Manchester City Kapitän, jetzt spielt er bei Barcelona, heißt, er hat wirklich viele Stationen schon abarbeiten können. Ich würde es ihm natürlich auf jeden Fall gönnen, weil es ein super geiler Spieler ist, der wirklich immer alles gibt, auch generell für die Mannschaft, der auch wirklich immer die Mannschaft auch kritisiert oder vor der steht als Kapitän. Das finde ich persönlich ist wirklich sehr, sehr geil an ihm. Ich glaube aber persönlich nicht, dass es am Ende für die Weltfußballerwahl reicht, sondern ich glaube eher, dass es am Ende Erling Haaland oder Lionel Messi werden könnte. Schreibt aber gerne mal eure Meinung zu der Weltfußballerwahl. Auch gerne mal in die Kommentare, wer glaubt ihr, wer wird dieses Jahr Weltfußballer 2023-24. Dann geht es natürlich weiter mit der nächsten Kracher-News. Und zwar Marco Verratti wechselt jetzt nach Katar in die Liga. Und dazu wird er dann der teuerste Transfer werden für die katarische Liga. Wie gesagt, die katarische Liga ist die gleiche Liga wie Saudi-Arabien. Sind halt generell in diesen Staaten da oben vertreten natürlich. Aber ich finde es in Ordnung, wenn halt ältere Spieler, wie gesagt, in solche Ligen wechseln. Aber wenn so ein Musiala, Bellingham oder so dorthin wechseln, fände ich es persönlich nicht so geil. Wie gesagt, Verratti hat jetzt 11 Jahre bei PSG gespielt und jetzt ist halt, wie gesagt, für ihn Schluss. Wie gesagt, Top-Transfer auf jeden Fall gewesen für Katar, zwischen 40 und 50 Millionen Euro, was natürlich auch sehr, sehr viel Geld trotzdem ist. Wie gesagt, schreibt aber gerne mal eure Meinung zu dem Transfer auch gerne mal in die Kommentare. Meine Meinung steht hier, wenn es ältere Spieler sind, ist das in Ordnung, aber wenn es jüngere Spieler sind, finde ich es persönlich nicht so geil am Ende. Dann komme ich schon zum letzten Faktor des Videos. Und zwar gehen wir nochmal kurz auf den Bundesligaspieltag drauf ein. Und zwar hier haben ja jetzt schon die Samstagsspiele und das Freitagsspiel stattgefunden. Bayern gegen Leverkusen 2-2. Ein absolutes Banger-Spiel meiner Meinung nach. Und Dortmund hat tatsächlich jetzt endlich mal einen Sieg wieder einfahren können. Gegen Köln haben sie ja auch gewonnen. Jetzt endlich mal auch hier auswärts in Freiburg gewinnen können mit 4-2. Und vielleicht kommen sie ja jetzt wieder zur alten Form zurück und RB Leipzig hat das Spiel auch souverän gewonnen, wie Hoffenheim auch 1-3 in Köln gewinnen konnte. Was für mich persönlich ein bisschen überraschend war, war Wolfsburg gegen Union Berlin. Die haben tatsächlich 2-1 gewonnen, VfL Wolfsburg. Ich hätte persönlich eher gedacht, dass das Union am Ende holen könnte. Gut, wie gesagt, jetzt ist es 2-1 für Wolfsburg ausgegangen. Ich glaube trotzdem, dass Union Berlin diese Saison auch wieder international spielen könnte. Und Mainz 05 hat 1-3 gegen Stuttgart verloren. Stuttgart einfach geisteskrank, die rasieren die komplette Liga gefühlt. Können gefühlt einfach mal deutscher Meister dieses Jahr werden. Sehr, sehr stark, was Stuttgart auf jeden Fall auch zeigt. Vor allem Girassi mit einem Dreierpack, einfach geisteskrank, was der dort immer rumballert. In Stuttgart auf jeden Fall. Schreibt gerne eure Meinung mal zu den einzelnen Themen in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit ciao, ciao.